Der Gebirgsklassler Aguacates, die Avocados, ist ein kleines, unbedeutendes Rennsal, da die angrenzenden Fincas ihr Bewässerungswasser um ca. 60% hinterher aus dem Bach beziehen. Der Bachlauf ist ein ideales Terrain, um die Hunde auszuführen. Da können wir das richtig ausholen. Einmal das Wasser, dann die großen Steine, auf denen sie rumstürmen können, und links und rechts das Gestrüpp. Hier fühlen sie sich frei. Der Bachlauf ist seit der letzten Wassergeröllerwinne zugewachsen und macht jetzt keinen Ärger. Wie man beim ersten Ausflug der drei Welpen zum Bach sieht, wird er wenig Wasser, was den kleinen Kerlchen natürlich sehr gefallen hat. Aber der Schein trügt. Aspekt. Der andere ist nicht so romantisch. Je nach Regenguss steigt der Pegel 80 bis 100 cm. Dabei wird die Furt nicht besonders verändert. Wenn der Bach sein wahres Gesicht zeigt, wird man ganz schnell auf den Boden der Fahrzeuge gebracht und daran erinnert, dass überall Überschwemmungen und Erdrutsche zu verzeichnen sind. Die meisten dieser Naturkatastrophen sind leider vom Mensch selbst produziert. Wenn die Naturgesetze nicht respektiert werden, die Natur kennt kein Pardon. Sie holt sich das wieder, was ihr gehört, auf die eine oder andere Weise. Der kleine, friedliche Gebirgsbach erinnert uns hin und wieder, wer der Stärkere ist. In der Nacht vom 18. auf 19. August 2008 öffnete Petrus die Himmelsschleusen im Quellgebiet des Baches. Um 22.30 Uhr fing es hier auf der Finca an zu regnen. Der Regen ließ halbe Stunde später nach. Wie auf Kommando ging ein Raum durch die Stille der Nacht und gleich darauf ein Rollen, Donnern und Trampeln, wie eine in Panik geratene Horde Büffel auf der Prärie. Nach etwa einer halben Stunde war es Stück zu Ende und der Regen kam wieder. Am nächsten Tag war die Bescherung zu sehen, ein Graben von ca. 6 Meter Breite und 4 Meter Tiefe. Thank you.
20. August 2011 wurde die Furt wieder passierbar gemacht. In der Nacht zum 21. August wurde der Kram wieder aufgerissen, tagsüber das Salz am Zinsen wurde wieder repariert, damit der Bach in der darauffolgenden Nacht wieder kein Unwesen beikommt. Die tagsüber gemachte Arbeit war für die Katz zwei Nächte später wieder selbstständig. Es wurde wieder repariert, diesmal hat es fast 3 Jahre gedauert. In der Zeit war es der liebliche Gebirgsbach, wie ich zu Anfang geschildert. Obwohl die Alten hier aus der Gegend sagten, dass so eine Lawine, die am 18., 19., 8., 2008 alle 30 Jahre mal vorkommt. Wer es glaubt, wird selig. Die Spuren der letzten Hochwasser- bzw. Quellwasserlawinen sind bei genauem Hinsehen immer noch erkennbar. Es sind noch keine 3 Jahre vergangen und der Bach ist wieder zurückgemeldet. In der Nacht vom 2. auf 3. Juli 2011 war es wieder soweit. Morgens sieht man die Bescherung und überall kleine Gebüschler. Wenn man das Rinnsal sieht, das den Berg runterläuft, ist es schwer zu glauben, dass mit den Wassermassen Steine in der Größe von 0,5 Kubikmeter und mehr mitschwimmen.
Am 5. Juli 2011 wurde die Burg wieder hergerichtet. Gut, dass der Bach genügend Material zurücklässt. Leider ist es damit nicht getan. Die Böschung unterhalb der Burg werden immer weiter ausgewaschen. Seit über 3 Jahren verspricht die Gemeinde, Abhilfe zu schaffen. Wie gesagt, außer Spesen nichts gewesen. Wir müssen mit dem Problem Quebrada Los Aguacates leben und hoffen, dass einer der Nachbarn zum Bürgermeister gewählt wird und der dann das Problem löst. Denn wer glaubt schon an Wunder? In den Regionen mit mehr Stimmen lohnt es sich eher zu helfen, was die Stimmenanzahl angeht und was die Ausgaben angeht. Denn da bleibt für den Penis Communalis auch mehr in der eigenen Tasche. Es kommt wenigstens keine Langeweile auf. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben der Furt durch die Quebrada Los Aguacates. Noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Am 13.07. und in der Nacht vom 14. auf 15.07.2011 hat der Bach wieder zugeschlagen. Die Furt ist zurzeit unpassierbar. Der Gebirgsplatz Los Aguacates, die Avocados, ist ein kleines, unbedeutendes Rennsal, da die angrenzenden Fincas hier Bewässerungswasser um ca. 60% hinterher aus dem Bach beziehen. Der Bachlauf ist ein ideales Terrain, um die Hunde auszuführen. Da können wir das richtig austoben. Einmal das Wasser, dann die großen Steine, auf denen sie rumturnen können, und links und rechts das Gestrüpp. Hier fühlen sie sich frei. Der Bachlauf ist seit der letzten. Wassergeröller bin jetzt zugewachsen und macht jetzt keinen Ärger. Wie man beim ersten Ausflug der drei Welten zum Bach sieht, wird er wenig Wasser, was den kleinen Kerlchen natürlich sehr gefallen hat. Aber der Schein trügt. Das ist der eine Aspekt, der andere ist nicht so romantisch.
Jeder Regenguss bei der Pegel 80 bis 100 cm. Dabei wird die Wurzel. Yeah.